Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und ich zeige euch heute einen kleinen Tipp bei The First Descendant. Denn viele haben mich gefragt, warum ich in Dungeons so rumrolle, warum ich immer wie Sonic durch die Gegend baller. Hat einen bestimmten Grund. Zeige ich euch auch genau am Ende des Videos, warum ich diese Technik nutze. Ich zeige euch jetzt erstmal, worum es geht. Lasst vorher ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Und es geht um das Rollen. Und zwar, wenn ihr normal rollt und spammt jetzt immer die Rollentaste, dann sieht das so aus. Die läuft ein paar Meter und rollt. Es gibt aber einen bestimmten Moment, wenn ihr richtig tippt, da könnt ihr eine mega schnelle Rolle machen, die ganze Zeit. Guck mal. Wenn man nicht fettfingert, ist man super schnell. Und das Ganze zeige ich euch jetzt mit einem Wettrennen gegen Ben. Und zwar, auf 3 Ben, 1, 2, 3 und Boost. So, der Ben boostet jetzt und ich versuche mal mitzuhalten. Guck mal, ich bin genauso schnell wie er in seinem Boost. Guck mal. Und ihm geht jetzt gleich der Boost aus. Ich habe jetzt gefettfingert. Und Rot, guck mal, wer ihn jetzt überholt. Da. Zack. Ich bin einfach schneller und habe immer noch meinen Boost. Ja? Der Trick dahinter ist folgender. Wir benutzen bei Bunny ja diesen fetten AOE hier. Den hier. Bums. Bums. Achtet auf die Ticks, ja? Tick. 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 Jetzt beim Sprinten. Tick. 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 Also es geht um die Reichweite, die du zurücklegst. Je weiter du kommst, je schneller du bist, desto mehr Ticks hast du. Und deswegen rase ich durch Dungeons in diesem Tempo. Achtet auf die Ticks. Ohne dass ich boosten muss. Ich bin die ganze Zeit in dem Tempo unterwegs und wenn ich in einer Mobgruppe bin, dann mache ich die Rolle da rein. Ich springe links, rechts. Wenn hier eine Mobgruppe ist, mache ich vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Ich roll die ganze Zeit und bin nur am Ballern. Auch bei Bossen. Ich roll um den Boss rum wie ein Weltmeister. Und die ganze Zeit habe ich Ticks am Laufen. Wenn du den Trick noch nicht kanntest, dann hoffe ich, habe ich dir jetzt sehr damit geholfen. Das hilft dir enorm, mit Bunny mehr Schaden zu machen. Und du kannst als Dank einfach ein bisschen Liebe da lassen. Support Freimord, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.